Wir sind heute im Revier Hubertusstock. Hubertusstock liegt in der Schorfheide. Mein Name ist Uwe Schneider. Ich bin Mitarbeiter der Naturwacht und arbeite hier im Biosphärenreservat Schorfheide Kurin als Ranger. Diese Eiche hat viel erlebt. Die hat hier den 30-jährigen Krieg schon erlebt. Die hat hier große Hutungen erlebt, wo hier viel Vieh eingetrieben wurde. Hier Schweine war schon immer gewesen. Schweine, die wühlen ja unter, neben Engerlinge, neben eben die Eichel auf. Aber späterhin hat man auch Schafe, Rinder, Pferde in ganz hoher Zahl eingetrieben. Hier sind wirklich noch zwei gute Eichen hier. Noch sehr gesund. Wenn man mal ins Kronendach schaut, haben die eine recht gute Belaubung hier noch hier. Das sind Traumeichen. Zwischen 300 und 500 Jahren, sagen wir mal eventuell 400 Jahre hier, diese Eiche hier. Die haben aber auch eine hohe biologische Vielfalt, viele Insektenarten. Man spricht ja bis zu 1000 Insektenarten, die auf unseren heimischen Eichen leben können hier. Der Hirschkäfer, der ist hier noch ganz gut vertreten hier im Hubertusstock hier. Und die Larven entwickeln sich hier im Mulm dieser alten Eichen, die sind darauf angewiesen. Und wir wollen ja hier in Nationalnaturerbe mehr auf die natürliche Vegetation zurückgehen. Und das wurde hier gemacht, dass man eben Bäume gefällt hat. Also sprich hier Lärche, Douglasie. Die sind sehr monoton, kommt wenig Licht unten an, kaum Vegetation, sehr dunkel. Ja, der Mitmachwald der Biocompany zusammen mit der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg hat eben zum Ziel, Monokulturen wieder in vielfältige, in Mischwälder zu verwandeln, insbesondere mit der Traubeneiche, die man hier so gepflanzt hat, auch wieder eine Form zu finden, wie es es ganz früher gab. Ne? Und die Möglichkeit, die die Kunden der Biocompany haben, ist, sich sozusagen über eine Spende zu beteiligen. 1 Euro bedeutet 1 Quadratmeter Mischwald. Da ist die Biocompany für uns ein idealer Partner, weil es geht um das Lebendigsein und um die Biodiversität, und dazu trägt die Biocompany bei und jetzt auch noch ein Stück über ihre eigentliche Arbeit hinaus, durch die normale Arbeit, noch über die Spenden und die Kunden alle auch, und das ist einfach toll. Das Spannende am Mitmachwald ist, dass man auch mitmachen kann. So wie heute sind ja ganz viele Kunden auch hier im Wald und schauen zu, wie wir das so zelebrieren, ne? Dass man sich das anschauen kann. Wenn man hier am Werbelinsee vielleicht mal im Sommer zum Baden hinfährt, kann man sagen, ich gucke mir mal an, ne? Wo meine Spende hingegangen ist. Dass man die Natur nicht nur erleben kann, sondern auch mit dazu beitragen kann, dass es Vielfalt gibt, dass es schöne Natur gibt, dass es einen schönen Wald gibt. Hier beim National Natur, aber es ist so festgelegt, nach 20 Jahren geht hier die Bewirtschaftung raus. Ansonsten wird die Natur hier späterhin sich selbst überlassen hier.